Auf dem Heilbronner Campus der Dualen Hochschule ist gestern Abend das Sensorikum eröffnet worden. Es handelt sich hierbei um moderne Labore, die den Studenten der Studiengänge Food Management, Konsumgüterhandel und Dienstleistungsmanagement zur Verfügung stehen. Bei einer Führung konnten die geladenen Gäste einen Eindruck davon bekommen, was den Studenten vermittelt werden soll. Ob sehen, fühlen, hören, riechen oder schmecken. In den 5 verschiedenen Laboratorien werden alle Sinne angesprochen. In ihnen können die Studenten das Gelernte durch Experimente vertiefen und wissenschaftliche Studien durchführen. Durch den neuen Lehr- und Forschungsbereich wird noch einmal die gesunde Mischung von Theorie und Praxis am Bildungscampus Heilbronn deutlich. Also zunächst mal ist es so, dass es den Studiengang Food Management, den wir hier an der DHBW in Heilbronn anbieten, bundesweit nirgendwo anders gibt. Also wenn Food Management gesprochen wird, meint man das, was wir in Heilbronn lehren. Es ist ein Studiengang, der bundesweit Unternehmen aus der gesamten Lebensmittelbranche, also vom Acker auf den Teller, von den Erzeugern bis hin zur Gastronomie, mit Nachwuchs versorgt. Und das Alleinstellungsmerkmal ist eben, dass in diesem Studiengang sehr, sehr stark auch diese kulturwissenschaftlichen und ernährungswissenschaftlichen Inhalte eine Rolle spielen, die an anderen Studiengängen und auch an anderen Hochschulen in dieser Form nicht angeboten werden. In der nagelneuen Küche können ab heute Lebensmittel hergestellt werden. Sie kommen dann gleich nach nebenan ins Sensoriklabor. In den Teststationen beurteilen die Probanden ungestört von äußeren Einflüssen Aussehen, Geruch, Haptik und natürlich den Geschmack von Speisen. Im Consumer Lab wird in Zukunft das Konsumverhalten in verschiedenen Situationen untersucht. Also wir haben hier eine mobile Eye-Tracking-Brille, also wo eben alles über Infrarot letztendlich übertragen wird. Das heißt, wir schicken 10, 15 Probanden durch bestimmte Einkaufsläden, durch den Einzelhandel, und die Probanden schauen sich dann die Regale an. Das kann zum einen sein, was wird wahrgenommen am Regal? Wird der Preis wahrgenommen? Schauen die Probanden mehr auf das Produkt, werden die unteren Produkte wahrgenommen? Also wir hatten noch gar nicht so lange her einen Student, der eben am Obst- und Gemüseregal untersucht hat, ob tatsächlich das Bio-Zeichen wahrgenommen wird oder nicht. Also solche Art von Studien führen wir hier durch mit Studierenden im Rahmen eben auch ihrer Projekt- und Bachelorarbeiten, die sie bei uns in ihren 3 Jahren schreiben. Im Hygienelabor können Waren genauer unter die Lupe genommen und unter dem Mikroskop auf Keime untersucht werden. Das Service Lab besteht aus 2 Räumen. Hier können die Studenten Beratungs- und Personalgespräche simulieren. Die Studenten kriegen zwar in ihren Praxisphasen sehr, sehr viel mit in den Unternehmen, haben aber teilweise dann doch nicht Einblick in alle Geschichten. Wir haben auch teilweise viele kleine Mittelständler, die auch die Instrumentarien gar nicht im Haus haben. Die Dozenten und Professoren bei uns sind alle aus der Praxis mit langer Praxiserfahrung, sodass wir also wirklich da sehr nah an der Praxis sein können und sicherlich auch ein bisschen mehr bieten können als vielleicht manche Unternehmen, kleinere Unternehmen bei sich im Haus. Das ist also sicherlich der Mehrwert für die Studenten. Alles in allem wird den Studenten in den 5 Laboren vieles geboten.